Und hallo YouTube, herzlich willkommen zurück. Wir sind mit unserem 1000-Euro-PC immer noch zu Werke, mitten in der Nacht, ans Licht gebracht. Installieren wir jetzt mal StoreMI. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe. Wir laden das jetzt mal runter. Wir haben ja einen 400er Chipsatz hier, den B450. Und da kann man diese Software verwenden. So, und wir haben in dem System verbaut noch eine herkömmliche Festplatte neben einer kleinen SSD, eine 60 GB SSD. Und wir können mit dieser Software, können wir die SSD der Festplatte hinzufügen und sie somit als Cache-Laufwerk benutzen, die SSD. Also das heißt, wir können die normale Festplatte damit dann beschleunigen. Und diese Software, die dann halt im Hintergrund läuft, dieses StoreMI oder StoreMI, wie auch immer man das aussprechen möchte, die lernt halt dazu. Also wenn du jetzt zum Beispiel dein aktuelles Spiel hast, was du halt am Zocken bist und so, dann merkt er das und reserviert dann entsprechend Plätze auf der SSD, auf dem SSD-Bereich, und schiebt dann dort die Dateien hin, die halt vielleicht zahlreich sind und angefordert werden müssen, und beschleunigt somit die Festplatte annähernd auf SSD-Niveau. Ja, Runtime Environment für Java, na klar, warum nicht? Mach mal. Also diese Software, die StoreMI, die bekommt man halt einfach bei AMD direkt. Wie gesagt, ist für B450 Mainboards, X470 Mainboards und X399 Mainboards ist sie kostenlos. Für alle anderen, dort kann man die entsprechend kaufen. Zum Beispiel für, weiß gar nicht, $20 oder so. Kann man wohl auch auf Intel-Systemen benutzen. Welche Größe für die SSD? Ich glaube, du kannst maximal, ich denke mal, bei aktuellen SSD-Preisen ist wahrscheinlich so 240 GB aufwärts sinnvoll. Wir müssen mal gucken. Steht hier irgendwas? Ich glaube, maximal 1 Terabyte kann die SSD haben oder so. Man könnte hier spaßeshalber auch irgendwie eine RAM-Disk dazu klatschen. So, next. Reboot now, natürlich. Wir starten einmal neu. Crucial BX300. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Cracky, Prost, trinken. Danke. Ihr macht euch alle im Kopf über meinen Kopf morgen, ne? Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Bam, Cypress Neo. Dankeschön. So. Also, StoreMI. Nochmal starten. Oder StoreMI Scanning System. Create Bootable. New Non-Bootable. Ja, die soll ja nicht bootbar sein. Blank Drives. Existing Data Drive. Ja. Das wollen wir. Ja, es kann natürlich passieren, dass du Daten verlierst, wenn du das mit einer bestehenden Platte machst. Ich habe ja die Platte jetzt drin. Ist das Bild unscharf? Oder hat dein Twitch einfach nur die Qualität runtergestellt? StoreMI Daniels. Die warnen natürlich davor, dass ein Datenverlust passieren könnte. So, der hat schon erkannt. Preparing to create a data tier drive partition contents retained. Die Terabyte Festplatte und die 60 GB SSD. 2 GB DRAM Cache. What? Was bedeutet das? Having cache will permanently use part of system memory for storage acceleration. Okay, man könnte noch einen RAM-Cache dazu fügen, hinzufügen. Wollen wir nicht. Create. Drive will be placed offline during transform, so please stop all application using the drive. Gut, wir schließen Steam, weil Steam greift ja auf die Festplatte zu. Und sagen okay. Und jetzt erstellt er das Laufwerk. Genau, das ist die obligatorische Warnung, um sich natürlich rechtlich abzusichern. Genau. Jetzt bin ich selber gespannt, wie es passiert. Die Computerbase hat es getestet mit sehr positiven Ergebnissen.
Und ich habe es bei meiner Gaming-Platte zu Hause, unten im Hauptsystem auch gemacht. Ich habe allerdings meiner Gaming-Platte auch eine Kingston beiseite gestellt. Ich glaube eine 240er. Also auch diese NVMe dazu. Und ich kann es bestätigen, wie die Computerbase es gesagt hat. Beim allerersten Start einer neuen Anwendung ist es erstmal ein Ticken langsamer, als wenn es nur vom Platte kommen würde. Beim zweiten Start merkst du aber schon eine Verbesserung. Ja, ich würde sagen, 250 GB sind auf jeden Fall okay. Ich meine, es ist mit 60 GB ist wahrscheinlich eine gute Demonstration. Tendenziell wahrscheinlich ein bisschen wenig. Ja, du kannst halt jede SSD nehmen. Bist nicht an die Optanes gebunden. Die sind halt vergleichsweise für ihre Größe ziemlich teuer. Welche Lösung da jetzt die bessere ist, weiß ich nicht. Ich wollte einfach nur zeigen, dass es auf jeden Fall auf der Basis halt auch eine Lösung gibt. Ne? Also das Optane ist jetzt halt nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal. Tier Creation failed. Na bravo. Hat ja gut funktioniert. Hat da noch Software drauf zugegriffen oder was ist los? Gamesplatte ist noch da. So, das ist das schnelle Laufwerk, das ist das langsame Laufwerk. Ich habe ja eigentlich nichts laufen im Hintergrund. Mach nochmal. Tja. So ist das nun mal in einer Live-Sendung. Müssen wir gleich eine andere SSD mal dranhängen. Gute Nacht, Cypress Neo. Transform Data Tier. Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob das Gerät so, wie wir es jetzt zusammengebaut haben, mit dem RAM so läuft. Es kann natürlich sein, dass der RAM gerade ein bisschen Drago dreht, sage ich mal auf Deutsch, und uns deshalb dazwischen fuscht, weil sowas ist natürlich eine RAM-intensive Operation. Und es könnte natürlich sein, dass es deshalb jetzt schief gegangen ist und jetzt klappt es. Ne? Rechner ist halt gerade erst zusammengebaut. So, jetzt hat es geklappt, ja. So, jetzt ist nämlich Folgendes. So, jetzt haben wir hier die Games-Platte. Und man hat dann hier dieses Q unten in der Taskleiste. Das ist dieses umgedrehte, nach links gewendete Q. Das ist ja eigentlich so ein Tachometer oder was. Und da sieht man dann halt entsprechend, wie das Ganze dann aufgeteilt ist mit dem Laufwerk. So, kann man das hier auch im Datenträgerverwaltung irgendwie sehen? Die SSD müsste verschwunden sein. Ja, die SSD ist verschwunden hier, weil sie jetzt von dem StormEye zugewiesen wurde. Und entsprechend gut, auf der Platte sind jetzt 44 MB nicht zugeordnet. Das konnte er dann wahrscheinlich in der Form nicht machen. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir uns den Spaß und starten einfach Rise of the Tomb Raider und nehmen... Ich hoffe, ich habe eine Stoppuhr auf meinem Handy. Nehmen einfach mal die Zeit. Ich meine, ich hätte mal eine geladen. Stoppuhr. Gut. So, dann sagen wir nämlich einfach... Wir stoppen jetzt die Zeit. Also wir starten das Spiel, gehen ins Hauptmenü erstmal. Und dann stoppen wir die Zeit, bis wir entsprechend in der Welt angekommen sind bei unserem Safe Game. So. Spielen. Fügen wir hier noch eine Kamera hinzu. Können wir das Ganze nämlich schön festhalten. So, warten Sie mal. Mal hier rüber holen. Ups.
So, okay. Sind Sie bereit? Gut, dann. Der erste Start, der dauert sehr gefühlt länger, ne? Noch länger als zuvor. Okay, also 1,28 ungefähr. Okay, wir rebooten das System. Das Praktische an dieser Technik ist natürlich, ich meine jetzt gerade, die SSD-Preise sind wirklich gerade im Keller. Ne? Also man kann sich ja wirklich sehr gut eine 500er holen oder was weiß ich nicht was. Und diese dann für Games benutzen. Aber ich meine, ein Vorteil ist halt auch einfach, du kannst halt auch deine alten Festplatten etwas besser weiter benutzen. Ja, wenn du diese Technik verwendest. Da kannst du dann auch mal mit ruhigem Gewissen eine Festplatte auch für Games verwenden, sag ich mal. Ja, ohne dass du dann da Schwierigkeiten hast. Dass du nicht rechtzeitig im Game bist, weil die Platte halt einfach generell viel zu lahm ist die ganze Zeit oder was auch immer. Ja, bis sie mechanisch kaputt geht. Ich meine, prinzipiell, das ist ja auch einfach der Vorteil, dass das StoreMI, das geht auch auf Intel, das heißt ein bisschen anders. Das ist ja auch nur eine eingekaufte Software, die haben es jetzt halt AMD-seitig, haben sie es so genannt. Ich weiß aber gerade leider nicht, wie es heißt, aber ich meine ja, das geht auch da. Ansonsten musst du mal den Computerbase-Artikel aufrufen. Ich habe mit Festplatten bisher eigentlich immer relativ viel Glück gehabt. Ich verwende jetzt eine ganz einfache Team Group Evo, hast du nicht gesehen. Wie heißt sie? Das ist wirklich eine super billige. Eine Team Group L7 Evo. Eine 60 GB, 15 Euro SSD. Eine ganz einfache SATA SSD benutze ich. Also wirklich bei weitem nicht die beste. So, okay, zweite Runde. Eben hatten wir 1,28, ne?
Okay, 1,11. Okay. Schon mal eine Verbesserung. Kann ich das speichern oder was? Okay. 1,11 war jetzt schon mal eine Verbesserung. Nicht massiv, aber war schon mal eine Verbesserung. Genau, wir müssen das öfters wiederholen. Wir starten jetzt nochmal neu und machen es nochmal. Ja, klar, hätte ich vorher mal ohne testen sollen. Logisch. Je, ich hatte die 60er noch rumfliegen. Ich habe die auch für 13 Euro bekommen. Und ich hatte mit den SSDs eigentlich was ganz anderes vor. Aber ist jetzt auch egal. Anderes Thema. Obtain hat auch zwei bis drei Anläufe gebraucht. Ja, wir gucken jetzt mal. Also wir hatten jetzt erst 1,28, 1,11. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Er muss natürlich auch 8 Giga, fast 8 GB Bildspeicher voll ballern. Und alles, was da dazugehört. Ne? So, get ready for this. Wir sind noch wach. Wir testen Stormy, Storm Eye, wie auch immer. Beim ersten Laden waren es 1 Minute 28, beim zweiten Laden 1 Minute 11. Jetzt sind wir beim dritten Ladevorgang. Wir haben eine SSD mit einer HDD vereint. Und die SSD wird nun als Cache fungieren und hoffentlich unser Spielladevorgang beschleunigen. Eine Minute drei. Nochmal. Wir werden immer schneller und schneller und schneller und schneller, bis er explodiert. Dann schreiben wir das mal kurz auf hier. Textdokument. Stormy. SSD plus HDD. 1 Minute 28, 1 Minute 11, 1 Minute 3. Mal starten. Nochmal, nochmal, nochmal. Und ich meine, es ist ja so, wenn du dein Lieblingsspiel hast, was du regelmäßiger spielst, oder ein Singleplayer-Spiel, was du länger spielst, dann profitierst du davon. Ja, dann leidest du am Anfang mit den langen Ladezeiten, aber später gibt es ja immer diese Basisdateien, die Spiele einfach haben, ne? Die benutzt werden. Und wenn die dann in dem SSD-Cache zum Großteil liegen, dann hast du Spaß. Das kann man auch wieder deinstallieren. Ja, wir können nachher dann mal gucken, zum Abschluss, wie das sich normal mit Festplatte verhalten würde. Und je nachdem können wir das Spiel dann auch nochmal rüberballern auf die NVMe. Und dann sehen wir, wie es richtig abgeht.
tippst auf 58 Sekunden. 1:01. Okay, fired up. Schaffen wir es, unter einer Minute zu bleiben? Ja oder nein? 54. Na? Jo. Kann man schon mitarbeiten. Nochmal. Wir machen das so lange weiter, bis wir keine Verbesserung mehr erfahren. Oh. Reboot. Nochmal. Und das funktioniert halt ganz gut. Es ist ein nettes Feature, was man mitnehmen kann. Ne? Wenn man noch eine alte Festplatte hat, die muss man dann nicht unbedingt gleich Ja, es ist quasi eine selbstgestrickte, meiner Meinung nach etwas bessere SSHD, ja. Weil ich glaube, die StoreMI-Software, die geht da ein bisschen schlauer zu Berge als irgendwelche Parameter, die in irgendeinem Controller stecken, ja. Und so kann man halt eine alte Festplatte einfach weiter benutzen. Vernünftig. Und nicht nur als Datengrab, sondern auch unter Umständen wirklich zum Zocken. Also, ist schon ganz cool. Ist natürlich immer so eine Sache, ne? Wenn du Multiplayer-Spiele hast, die irgendwie in Early Access sind und bekommen jeden Tag Updates, ist das natürlich schwierig. Aber die können maximal 256 GB SSD. Maximale Größe des Verbunds 10 TB. Maximal 2 GB RAM, ja. Okay. Danke für die Info, Kathi Fram. Ja doch, seht ihr, also 250 GB SSD. Ich habe bei mir die 240 GB Kingston A1000 dahinter geklatscht. Und wenn man sich das im Vergleich mit den Größen der Optane Discs anschaut, ich glaube, da ist doch bei 128 GB Schluss, oder? Und die sind halt ziemlich teuer. Aber das soll jetzt nicht, ne, ich will jetzt nicht Intel bashen oder so, will einfach nur zeigen, es gibt so eine coole Software, die wirklich ganz neat ist. Ich benutze das seit einer gewissen Zeit jetzt auch schon und ich meine, ich spiele nicht viel. Aber so, was ich da bisher gesehen habe, war das total gut immer. So, fired up. Nochmal. 32 GB ist Schluss bei Optane. Okay. Oh. Und der Computerbase-Artikel war halt auch durch die Bank weg positiv. Ne? Ich weiß gar nicht, was hatten wir jetzt letztes Mal? 53 Sekunden? Ich glaube, wir sind auch schon so langsam am Optimum. Also, say what? Ja, ist cool, ne? Was ist da los? Ja gut, kommt, einen machen wir noch. Okay, 42.
Nochmal 12 Sekunden. Reboot. How low can you go? E-Booster, Cache-Tool, ähnlich gemacht. Ja. Man kann mit diesem Store MI, kann man glaube ich auch RAM-Disks machen. Aber die sind natürlich immer nur flüchtig. 35 Sekunden, mehr geht dann aber nicht. Ne, das stimmt schon. Also für einen normal SSD-Speed ist dann auch gut. Fünf Sticks paralleler Zugriff, ja genau. Es geht so weit runter, bis das ganze Spiel auf der SSD landet. Man hört aber immer noch die Festplatte auch krächzen. Ne? Ich meine, du hast natürlich den Nachteil tatsächlich, dass beim allerersten Starten die Software schon aktiv ist und im Hintergrund schon mal Dateien aussortiert und auf die SSD ballert. Und darum ist der allererste Ladevorgang länger als reinrassig mit der Festplatte. Kann natürlich variierende Ergebnisse von Spiel zu Spiel haben, sage ich mal. So. Feuer frei. Ja gut, irgendwann ist der Cache natürlich aufgebraucht und dann muss er dann auch umsortieren, ne? Jetzt haben wir es aber, oder? Das war schon SSD-Speed. Das ist schon geil. Ja, okay, kommt. Ja, kostet ja kein. Das geht ja eh immer schneller, ne? Aber Cracky, eine Sache. Kleines OC, CPU. Ausprobieren, meinst du? Ah, ja, machen wir danach. Uppala. Machen wir nach der Kirmes hier. 030. Und nochmal. Okay, einer noch. Aber dann ist Schluss. Das ist so eins der Argumente, was für die 400er Chipsätze spricht. Kurze Frage, bin seit kurzem Veganer 64. Habe nun aber manchen Games, zum Beispiel Overwatch, dass die Karte nicht voll ausgelastet und hochgetaktet wird. Hast du noch eine Idee, was da schiefhängen könnte? Undervolting habe ich noch ein paar Tipps gemacht und es läuft im Village Bench stabil auf Max-Takt. Das liegt einfach daran, weil das Spiel wahrscheinlich mehr die CPU in dem Moment fordert und dann taktet die Karte nicht ganz hoch. Das ist eigentlich ein ganz normales Verhalten, oder bist du auch mit den FPS unzufrieden dann? Ach ja. Oh, irgendwie. Das Bild war hing hinterher kurz. Er rödelt auch immer mehr von der SSD, das merkst du. Ja, 27,5. Ich denke, viel mehr geht da nicht.
Viel mehr wird da nicht gehen. Aber es ist nett. Es ist ganz nett. Das zu haben. Weil du halt auch nicht unbedingt immer das Problem hast bei SSDs. Die sind ja auch dann immer so schnell voll und was weiß ich nicht was. Und so kannst du halt ganz cool eine Festplatte weiter benutzen mit ihrem großen Datenspeicher. Man hat nicht immer die super Top-Performance, ja, aber man kann halt dort variieren. So, wir können jetzt Folgendes machen. Wir können das jetzt mal wieder entmounten. Das müsste eigentlich auch gehen. Remove Fast Media. Drives Contents Retained. Remove. To convert Drive to Single. Ja, es dauert jetzt. Guck mal, er hat 8 GB, hat er rübergeschoben auf die SSD. 8 GB. Warte mal, wir gucken mal, wie groß Rise of the Tomb Raider ist. Rise of the Tomb Raider ist 25 GB groß. Er hat 8 GB auf die SSD geschoben und die muss er jetzt natürlich wieder zurück auf die HDD ballern. Und das dauert natürlich einen Moment. Und das ist ja jetzt bei weitem nicht der beste Fall hier, ne? Also das ist ja eine alte, wirklich schon eine alte Western Digital Black von 2010 oder so. Eine 1 Terabyte. Ich meine, die war damals die erste SATA 3 Platte von Western Digital. Und dann halt diese kleine Team Group hier, ne? SSD. Also das ist halt weit weg von hochwertigen Markenzeugs, SSD, moderne Festplatte oder so. Ne? Moderne Platten sind ja auch flotter. Die hier macht, glaube ich, bei 130 Megabyte pro Sekunde macht die Schluss. Die Seagate Skyhawks, die ich immer sehr gerne verbaue, die schieben alleine 200 MB die Sekunde. Also die sind auch schon mal schneller. Gut, Zugriffszeiten haben sich bei Festplatten nie großartig verbessert, nur mit natürlich 10.000 Umdrehungen oder so. Aber ja, es ist cool, toll, schönes Experiment noch so zur späten Stunde. Die Patriot SSD, die hat bei mir Stress gemacht in meinem Drive Bay. In meinem Shakun Drive Bay habe ich die nicht befeuern können. Seitdem fliegen die hier rum. Hier, die Patriot Burst. Ich weiß es nicht. Hab die zu wenig benutzt bisher. Eine habe ich hier. Ich weiß nicht, wo die zweite ist. Kann sein, dass einer davon in meinem Grafikkartentestsystem steckt. SSDs sind ja schön günstig geworden. Cracky, was hältst du von MX300? 1 Terabyte. Ja, ich meine, mit Crucial machst du eigentlich nichts falsch, oder? Ich habe mit Crucial bisher auch immer gute Erfahrungen gemacht. Gucken wir hier mal wieder rein. Ja, 1 Terabyte für 130 Euro ist doch herrlich, oder? Ja, oder ist es nochmal ein Anwendungsgebiet für alte SSDs? Ja? Einfach nur so zusammenfassen, zack, bumm, ab dafür. Auch bei Crucial RAM? Ja, geht so. Mal positive, mal nicht so positive Erfahrungen. Modifying a tier. Ja, okay. Ich weiß es nicht. Also,
Ich habe ja in den 850-Euro-PC die Patriot verbaut. Die lief ohne Probleme, keine Schwierigkeiten. Auf eine dieser 120er wollte ich halt mal Games ballern vor einer Bastelnacht. Und das hat nicht funktioniert. Hat mich geärgert. Ja. Machst du nix. Ich hätte ja auch gerne jetzt Overwatch gezeigt, aber irgendwie will sich das ja nochmal updaten. Obwohl ich es eigentlich geupdatet hatte vorhin. Bist ja gegen Tierexperimente. Ach, Knuru. Nee, lass mal schnacken morgen Abend oder so, wenn du Bock hast. Ach ja. Das dauert und dauert. 85%, da gibt immer Statusmeldungen durch. Die Daten zu verschieben finde ich suboptimal. RAID 0 Methode mit paralleler Verfügbarkeit der Daten finde ich bei Caching besser, okay? Naja, es ist eine Möglichkeit, es ist halt eine Option. Muss ja jeder wissen, was er da machen möchte, ne? Okay. Oh. Meine Güte, das dauert vielleicht. Wupp, wupp, fertig, hat er geschafft. So, das heißt, jetzt müsst ihr in der Datenträgerverwaltung. Ja, da kommt die SSD wieder rein. Da ist die SSD ungenutzt und die Gamesplatte ist da. Wir starten neu und dann starten wir noch Rise of the Tomb Raider nur von der HDD. User Mark kenne ich gar nicht. Wo kriege ich den? Die Team Group laufen ganz gut. Ich habe ja 3 Stück davon in meinem Streaming-Rechner. Ich weiß nicht, ob einer davon einen weg hat. User Benchmark vom Software, okay. Das ist dieses komische Ding da für diese Websites, gell? Weil ich nehme lokal ja auf, genau, und eine macht dann nur 20 Megabyte. Das ist so ein bisschen komisch beim Schreiben. Also, ich habe die ja zu einem Laufwerk zusammengebunden. J-Board habe ich ja gemacht. Und teilweise habe ich dann nur Schreibraten von 20 MB anstatt 200. Kann sein, dass einer der Laufwerke nicht in Ordnung ist oder so. Merkwürdig, weil normal die haben keine hohe Schreibrate, die Crucials, die Team Group. Die machen nur 200 MB beim Schreiben. Für Lesen ist 500 MB. Aber beim Schreiben machen die nur 200. Und manchmal bricht es halt komplett ein. Ja, irgendwas ist nicht ganz koscher oder es klappt halt nicht in dieser Konstellation mit dem J-Bot. Weiß ich nicht. Da muss halt mal irgendwann mal eine etwas größere Solo rein und gut ist. So, jetzt machen wir nochmal nur von Platte. Ich tippe ja, was hatten wir? Wir hatten 1,28. Dann hatten wir 1,14. Ich tippe ja auf 1,20. Was meint ihr? Ja, schneller als beim ersten und zweiten Start. Schneller als beim ersten und zweiten Start.
Der wird genauso groß sein. Der wird genauso groß sein. Aber, warte mal, ich trage das mal kurz ein. Ich erkläre auch kurz, warum. Der wird genauso groß sein, weil ich zu dem Zeitpunkt auch nur dieses Laufwerk hier gesehen habe und seinen gesamten Inhalt. Ich sehe ja, wenn jetzt das Laufwerk wäre mit dem SSD-Cache dabei, sehe ich, das Laufwerk bleibt gleich groß, sehe ich ja nicht, welche Dateien im SSD-Cache liegen und welche nicht. Ja, also das heißt, es sind jetzt immer noch 25,9 wie gerade eben. Oder 25,7. Ja. Er hat ja nur gesagt, ich muss jetzt 8 GB auf das langsame Laufwerk schreiben und das dauert ungefähr so und so lange. Und daher wusste ich, dass er 8 GB zwischenzeitlich auf die SSD geballert hat. So, und wir können jetzt natürlich machen, die 25 GB umziehen auf unsere NVMe. Das dauert natürlich einen Moment. Installationsordner verschieben auf C. Gute Nacht, Gorkon. Hau rein. Wenn man eine SSD mit SSD-Cache macht, kann man auch machen, bringt aber wohl nicht so viel. Circa eine halbe Stunde, sagt ihr. Nein. Auf was soll wer umziehen? Also das Spiel Rise of the Tomb Raider zieht jetzt von einer mechanischen Festplatte, die wir gerade so schön rödeln hören, auf unser NVMe Systemlaufwerk. Eine Kingston A1000 mit 480 GB. Die ist mit PCI Express zweifach angebunden und ich deaktiviere jetzt mal die Dateiindizierung, die kein Mensch braucht. Schlaf wird überbewertet, ja, auf jeden Fall. Fehler. Kompatibilitätsprüfer offline oder Internetverbindung nicht verfügbar. Och, was ein armes Ding. Und die macht so 1500 Megabyte Lesen pro Sekunde. In etwa. Also die ist ein bisschen flotter. Flotter. Nur das Umziehen dauert natürlich einen Moment, ne? Wo ist denn der Umziehprogress? So, hier siehst du nochmal alle Fortschritte aufgelistet. Können wir das auch irgendwie zoomen? Geht nicht, ne? Ich kann nur die Schriftart größer wählen. So. Zack. Ja. Erster Durchlauf, zweiter Durchlauf, dritter Durchlauf, vierter, fünfter, sechster, siebter. Und Festplatte only war 1:09. Und dann kommt NVMe. NVMe only. So kann auch jeder was damit anfangen. Was ist schneller? Dateiindizierung oder der Kopiervorgang von Rise of the Tomb Raider? Ja, irgendwer war das, ne? Wer war denn das? War das nicht Patriot? Oder so? Verschieben wir schneller. Und da ist die Indizierung fertig. System neu starten. Die Dateiindizierung, die erstellt eine, korrigiert mich, wenn ich Quatsch erzähle, die erstellt einen Index,
der irgendwie sagt, Datei XY liegt da und da und da und da und da und da. Das soll die Windows-Suche beschleunigen. Normale Festplatten bremst es aber gnadenlos aus, weil die die ganze Zeit am Rödeln sind. Die haben das damals mit Vista eingeführt. Und wir haben uns bei Vista gewundert, warum die Festplatten nicht aufgehört haben zu rödeln. Und seitdem mache ich das immer aus, weil es furchtbar ist. So. Ah, Hackintosh, nee, danke. Dadurch andere Nachteile. Ja, die Windows-Suche ist nicht so schnell, aber sonst. Nicht, dass ich wüsste. Wenn du schon dabei bist. Compat Telrunner, was ist das? Was macht der? Der Preis ist heiß, mein Tipp 25 Sekunden. Ja, das ist glaube ich ganz gut, ne? Was hat man nochmal als bestes Ergebnis bei der SSD? Ich weiß es gar nicht. 27 oder so. Also bei der Kombi-Lösung. NVMe jetzt. Jetzt aber Casala. Wie gesagt, das ist keine so gute SSD. Die NVMe muss hier jetzt eigentlich gut abhängen können. Aber trotzdem. Daten sind Daten. Die müssen über den RAM, in den Grafikram und in den RAM und tralala. Ich höre es, ich sehe es aber noch nicht. Da ist es. War nicht ganz fair. Es war eigentlich noch 3 Sekunden später oder so. 36. 36, aber vertut euch nicht. Ich würde jetzt sagen, oder sagen wir mal 35, um fair zu sein. Die Musik war ja vorher schon da. Vertut euch nicht, das ist halt das Systemlaufwerk. Und darum starten wir nochmal neu. Setzen die Windows-Updates mal aus. Man weiß ja nie, was die im Hintergrund machen. Updates aussetzen. Nochmal neu starten. Ja, das war ein bisschen komisch. Vielleicht war er im Hintergrund noch nicht ganz fertig mit dem Rödeln. Der Pasta-Shooter! Grüß dich. Gute Nacht. The Wine. Danke fürs Einschalten. So. Warten wir noch mal einen Moment. Bis er alles geladen hat. Ich habe aus Versehen meinen Papierkorb gelöscht, Cracky. Was soll ich jetzt machen? Naja. Ist doch okay, oder? Wer braucht schon einen Papierkorb, oder? Wie kann man denn den Papierkorb löschen? Vor allem, wo liegt der Papierkorb jetzt? In welchem Papierkorb liegt der Papierkorb jetzt? Habe ich jetzt Rise of the Tomb Raider schon gestartet? Nee, oder? So. Zack. Ja. Ist der schier der blinde, der absolute, der Wahnsinn. Frage, ist morgen auch Bastelnacht? Nein, morgen ist definitiv keine Bastelnacht. Vielleicht zocken wir ein bisschen was, wenn ich dazu noch in der Lage bin. Und je nachdem, was mein Nacken- und Schulterbereich sagt. Oder wir testen das System so ein bisschen weiter, aber dann unten im Wohnzimmer. Weil ich habe morgen Kinderdienst, aber ich kann nichts versprechen. Los geht's. Warum übertreiben wir es heute? Ja, genau, heute Abend, ja.
Okay, jetzt hat sie gewonnen. Ja, 24, 8. Jetzt hat sie ganz knapp gewonnen. Aber die SSD ist nicht schlecht. Und jetzt regnet es auf einmal hier. Hey Lara, es ist am Pissen. Ja, aber 3 Sekunden, ne? Es sind nur 3 Sekunden. Ja, also das ist StormEye, so oder Stormy, wie man es auch immer nennen will. AMD-Software gibt es kostenlos für Mainboard-Besitzer von B450 oder halt X470-Platinen bzw. X399-Platinen. Kann man sich mal angucken. Finde ich eigentlich nette Lösung. So, YouTube, auf Wiedersehen. Und den User-Markt, den machen wir jetzt auch noch. Tschüss!